Ja, Bude, das ist jetzt der Take 4. 4. So. Genau, gut, ihr lieben Makerlein. Ich hoffe, ihr faulenzt nicht nur faul auf der Couch rum, sondern genießt ein bisschen das schöne Wetter, was wir heute haben. Oder bastelt schön an euren Druckern rum, so wie ich gerade. Ihr hört der Drucker, der Prusa I3 druckt wieder. Er druckt nämlich genau diese Teile hier, die Skirts, besser gesagt die Röckchen für den Baron. Wenn er das Teil gleich fertig hat, ich glaube momentan braucht er so irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden, bis er das Teil fertig hat. Dann kommen nochmal ein paar andere Kleinigkeiten, nochmal in Rot, und zwar diese Schlüssel hier, die man braucht entsprechend, um dann die Rückwand irgendwann mal dran zu machen oder aber auch um diese Halterung oder diese Befestigung für den Filterkasten entsprechend festzumachen. Das ist aber für morgen jetzt nicht kriegsentscheidend. Für morgen wollen wir ja nur mal die Elektronik soweit montieren. Die Teile sind, glaube ich, soweit alle gedruckt. Hoffe ich mal. Die Cable Chain ist im Aufbau. Die brauchen wir morgen aber auch noch nicht so wirklich. Die Bridges für die Cable Chain, die sind jetzt nichts auf Mini geworden, weil der Mini so ein bisschen zickig war gestern. Habe ich gesagt, okay, dann gehen wir erstmal in Urlaub und fangen erstmal an, ein bisschen runterzukommen in unsere Richtung. Also wenn ein Drucker jetzt runterkommen müsste, aber ja. Ich habe ihm erstmal so ein bisschen beurlaubt, damit er mal ein bisschen die Ruhe genießen kann. Weil, ja, warum? Ich habe 2, 3 Teile gedruckt und die sind erstmal geworbt worden, beziehungsweise ich habe dann erstmal Ruhe gebraucht, bevor ich das Ding zerlege und wegschmeiße. Im Wahn halt. Und muss das Ding nochmal neu leveln halt natürlich. Klar, was sonst? Und gucken, dass die Druckfolie auch in Ordnung ist und die vielleicht nochmal gegebenenfalls austauschen. Auf der pulverbeschichteten Platte zu drucken, funktioniert mit ABS auf dem Mini leider nicht. Denn dafür wird das Druckbett einfach schlichtweg nicht heiß genug. Bei ABS drucke ich bei 110 Grad Druckbetttemperatur. Das reicht nicht aus. Also der Mini geht ja nur bis 100 Grad und dann haften die Teile nicht. Die haften ja selbst teilweise nicht auf dem I3. Von daher, ja, genau. Was ist seitdem sonst noch passiert? Ich habe, wie ihr seht, die Werkbank ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier mal entsprechend schon mal angefangen. Weiter komme ich leider momentan. Ich habe gestern mit dem Zoll telefoniert. Die Dame vom Zoll hat gemeint gehabt, wegen den Heizmatten, ich soll doch mal bis zum 15. Mai abwarten und dann halt beim Versender entsprechend versuchen, einen Nachforschungsauftrag anzustiften. Da habe ich nur gemeint gehabt, 15. Mai? Ja. Sicher? Ja, 15. Mai. 15. Mai? Ja, 15. Mai. Und dann auf einmal ist es so, Moment, stopp, wir haben Juni. Ja, nee, 15. Juni soll ich noch warten. Bis dahin, und dann kann ich Nachforschungsauftrag machen. Es ist momentan bei DHL im Hub. Es ist dort angekommen, sie konnten es auch nachverfolgen unter der Nummer, die ich ihr gegeben habe. Aber ich soll halt noch bis zum 15. Juni warten. 15. Mai, oh Mann. Die hat echt ein bisschen gebraucht, bis es soweit war, dass das schon lange vorbei ist. Aber ja, und bis dahin passiert erstmal gar nichts dann mit den Heizmatten, leider Gottes. Ich hoffe, dass es vielleicht schon vorher soweit ist, selbst wenn der DHL-Mann vor der Tür steht und sagt, ey, ich krieg nochmal 30 Euro von dir. Ja, gerne. Ich weiß mittlerweile, wenn das aus China kommt, dass die China-Männer halt immer gerne 25 US-Dollar auf die Rechnung schreiben und ich denen dann hinterher rennen muss und sagen muss, ey, hier, das ist aber nicht okay. Ich brauche die Rechnung für die Buchhaltung. Bitte mach das. Die darf ich auch gleich noch machen gehen. Ja, und dass dann halt auch der DHL-Mensch da steht und sagt, okay, das ist nicht richtig verzollt worden, wir brauchen nochmal extra Zoll von dir. Ja, bin ich mittlerweile gewohnt von Chinamann, deswegen bin ich nicht überrascht über so eine lange Dauer und darüber, dass entsprechend dann der DHL-Mensch mal steht und gerne mal Geld kassiert. Ich steige den Händlern zwar regelmäßig aufs Dach deswegen, aber ja, kann man halt nichts tun für mich. Und ihr seht, ich kann auch das Hotend momentan nicht weiterbauen. Das gehört eigentlich blub. Irgendwie so. Ja. Also hier oben ist der Nippel, der immer rausguckt aus diesem Deckel raus. Und hier an die Seite kommen halt die Lüfter ran. Und in der Mitte ist logischerweise das Hotend. Und hier vorne kommt nochmal ein dicker, fetter Lüfter drauf. Den habe ich jetzt, glaube ich, in schwarz bestellt. Den habe ich eben da nochmal in die Kiste gepackt, genau. Den habe ich in schwarz bestellt, dass es einfach optisch ein bisschen passt.
Und nicht so wie bei manchen anderen halt entsprechend dann so ein Noctua-Lüfter in braun-beige. Das mag ich dann gar nicht auf so einem Drucker haben. Nee, muss nicht sein. Der Lüfter für hier hinten, der ist auch noch braun-beige, weil ich den noch da hatte. Den habe ich auch nochmal irgendwie in schwarz nachbestellt, aber das ist jetzt nicht so dringend, weil wenn der hinten drauf sitzt, sieht es keiner. Außer ich. Und deswegen wird das dann irgendwann später nachbestellt. Der i3 hat jetzt über Nacht halt die Teile gedruckt. Die sind leicht geworbt, wenn man genau hinguckt. Aber da die später dann quasi so am Drucker hängen, ist mir das auch erstmal egal. Und dann kann später der Baron sich drum kümmern, dass sein Röckchen halt wieder schön ist. So viel dazu. Zum Thema Online-Shop. Gestern haben sich ein paar Entwickler von den einzelnen Modulen gemeldet. Sowohl für das Migrationsmodul, wo die Bestellungen nicht migriert werden konnten, als auch für die Abonnements. Die haben sich gemeldet und haben gesagt, jo, hier hast du ein Update, funktioniert jetzt. Mit dem Template-Hersteller konnte ich mich auch in Kontakt setzen und der hat mir gezeigt gehabt, wie ich denn entsprechend diese spärlichen deutschen Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche oder vom Indisch-Englischen ins Deutsche entsprechend richtig setzen kann. Das habe ich auch schon gemacht. Das sieht auch soweit schon alles ganz gut aus. Es ist noch ein Fehler drin. Nämlich genau noch was relativ Wichtiges, der Link zur Datenschutzerklärung entsprechend in jedem Produkt. Da muss man auf jeden Fall nochmal ran, das kann nicht so bleiben. Das kriegen wir aber auch noch hin und wenn das behoben ist, können wir den Shop hoffentlich live nehmen. Also wir müssen natürlich noch die Daten migrieren. Die Seite ist an sich schon von der Struktur her aufgebaut, müssen nur noch ein paar schicke Bilder gemacht werden. Dafür kann ich auch noch diese schwarzen Matten, die gestern angekommen sind, kann man dafür auch noch verwenden. Genau. Dann habe ich seit gestern, ich nehme euch mal einfach mit, ich hoffe jetzt, dass da entsprechend das Bild scharf ist, weil eben in den anderen Aufnahmen habe ich am Schluss gemerkt gehabt, nee, es ist nicht scharf. Ich werde auf lange Sicht ja wieder die MMU verbauen. Und ich habe gestern diese Teile montiert. Das sind die Spulenhalter für die MMU, oder besser gesagt für das Enclosure 2. Das Problem ist, da fehlt momentan noch der Kern für die Rollen, denn diese... Die Oberkante hier von der Spule, wenn man jetzt noch diesen paar Millimeter hier von dem Halter halt noch mit hochrechnet, ist die obere Kante von dem Kern halt natürlich über dieser Stange hier. Und das darf natürlich nicht sein, weil ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten, was ist noch passiert? Dort habe ich jetzt eben in dem unscharfen Flock, vielleicht kann ich ja mal noch ein bisschen was reinschneiden, habe ich die Teile da montiert, habe die Kabel mal ordentlich sortiert und habe euch aber auch schön drüber erzählt, wie ich jetzt hier diese Halterungen mal designt habe und verbaut habe, damit hier die Steckerleiste mit Überspannschutz entsprechend, da geht es wieder unscharf, wie ich die dann entsprechend so richtig schön montiert habe. Boah, jetzt habe ich den Arm verkrattelt. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Geschlafen habe ich heute. Ganz toll, tierisch geschlafen habe ich heute. Ist ja auch mal Samstag, muss ja auch mal notwendig sein. Und jetzt darf ich mich gleich an die Buchhaltung klemmen. Ja, ich darf samstags arbeiten und darf meine Buchhaltung machen oder darf noch am Webshop rumbasteln, damit ihr natürlich euer Filament bestellen könnt. Ja, morgen ist natürlich auch Arbeiten angesagt. Wie heißt es so schön? Selbst und ständig. Das heißt also, ausruhen ist nicht. Irgendwann gibt es mal Urlaub. Da werde ich mal gucken, ob ich da die Kamera mitnehme. Weiß ich noch nicht genau. Ich habe gestern schon gesehen, dass es Daumen nach oben gab und dass ihr euch über das Vlog-Format freut. Ich hoffe, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen was in die Richtung. Ich versuche jetzt so die nächsten Tage ein bisschen strukturierter halt entsprechend Content vorzubereiten, euch immer hier so ein bisschen zu zeigen, was denn hier so alles abgeht, weil getan wird hier momentan ziemlich viel. Und durch die Webseite ist es jetzt momentan ein bisschen geschuldet, dass nicht allzu viel in Sachen Drucken passiert, außer dass die Drucker halt laufen, aber dass man halt nicht so allzu viel baut in Sachen Projekte oder sowas in Richtung weitertreibt. Also das Einzige, was halt momentan weitergetrieben wird, sind die Vorone. Und ich habe noch was, und ich zeige euch was auch die nächste Woche. Das ist schon mal was, wo ein bisschen Struktur reinkommt. Ich habe hier ein Paket bekommen. Ups, sorry, wenn die Kamera jetzt wackelt. Ich versuche es im Nachgang zu stabilisieren. Falls es also ruhig ist, das Bild, dann ist es mir gelungen. Das ist ein Paket, was von einem Hersteller gekommen ist. Ihr seht, es ist nur schwarz, ich weiß. Aber das ist eine Folie. Ja, und diese Folie kommt aufs Druckbett. Der Hersteller ist auf uns zugekommen und hat gemeint gehabt, hey, wir haben da was, was wir gerne irgendwie vertreiben möchten. Wir suchen Reseller dafür.
kannst du nicht mal testen. Und wenn das okay ist für dich, wenn das Material sich drucken lässt bei dir, dann kannst du es auch gerne im Store anbieten. Und ich habe gesagt, jo, schick dir mal so ein Testpaket rüber. Und die Antwort war nur, ja, ist schon passiert. Und am nächsten Tag hat auch schon der DHL-Bote geklingelt und hat mir freudig das Paket übergeben. Ich sage nur, wenn dieses Material, da ist auch nicht nur eine Folie drin gewesen jetzt in dem großen Paket, sondern da war auch eine Spule drin. Ja, so eine ganz normale Standardspule, 1,75 habe ich gesagt gehabt, ist okay. Und wenn das Zeug sich drucken lässt, wie gedacht, ja, wenn das sich drucken lässt, wie gedacht, holla die Waldfee, dann haben wir da ein geiles Material, wo ich sage, okay, in dem Material versuche ich, ups, die Folie nicht kaputt machen, die Klebefolie, die unten drunter ist, nicht kaputt machen, dann nehmen wir das natürlich in den Store auf, weil das könnte euch auch interessieren. Denn das ist ein Material, was widerstandsfähiger ist als ABS und was sich drucken lässt auf, naja, fast kalter Oberfläche, aber drucken lässt wie PLA. Fast. Muss ein bisschen von der Düse her höher gehen. Bin ich echt gespannt und soll auch ohne Tempern entsprechend halten. Bin ich gespannt. Bin ich echt wirklich gespannt. Dann kommt nochmal irgendwann, ich mach das mal da unten. Kommt auch mal irgendwann die nächsten Tage noch mal was von 3D Fuel. 3D Fuel kennt ihr ja, ist ein Hersteller aus den USA bzw. aus Irland. Und mit den Jungs bin ich auch, der war ja auch mal der Peter von 3D Fuel bzw. der Tester von denen, der Materialtester von denen, war ja auch schon mal Makotalk. Ist also auch so eine Art Daniel Düsentrieb oder wie heißt er nochmal? Adam Savage habe ich ihn genannt. Er erinnert mich so stark an den. Er hat da gelacht. Und den gehen wir vielleicht auch irgendwann mal besuchen. Und von denen kommt jetzt mal eine Packung Workday ABS. Das ist ein ABS, was man auf kalter Druckplatte angeblich drucken können soll, was dann kaum Warping oder gar kein Warping mehr hat. Werden wir sehen. Und es soll angeblich nicht allzu viel von dieser Stärke und Stabilität eines normalen ABS verlieren. Ja, also die haben es da anscheinend, wenn das stimmt, geschafft hat, ein ABS zu erzeugen, was sich von so Dummies wie mir drucken lässt, ohne Probleme, auch auf einem kleinen Mini. Und wenn das stimmt, kann man natürlich sagen, okay, die sind auch relativ flexibel von den Farben her, habe ich mir sagen lassen, solange die Menge stimmt. Klar, das kann Colorfab auch, aber da kann ich mir echt überlegen, dass wir uns da mal zusammen überlegen, was für eine Farbe wollen wir dann entsprechend welchen Drucker mal einfärben. Denn das ist dann nämlich natürlich schon, wenn das eine bestimmte Temperaturbeständigkeit hat und alles und eine gewisse Stabilität hat, ist es nicht von der Hand zu weisen. Und das wird hier in Europa produziert. Das heißt, sollte mal wieder ein Lockdown kommen, sind wir nicht so arg davon betroffen wie von Materialien aus den USA. Stimmt, eine Sache noch. KVP-ABS. Ja, ich bin dahinter. Ich bin täglich am Prüfen. Ich bin jetzt schon im Voron-Channel, im Land of Schnitzel. Heißt der Kanal bei Voron auf dem Server. Das ist der Deutsche. Die haben in einzelnen Ländern, in einzelnen Sprachen lustige Namen gegeben. Und ich glaube, Italien heißt Pizza Pasta oder sowas. Und ich bin bei unserem Kanal auf dem Voron-Channel, auf unserem Server bei Discord und im Land of Schnitzel-Channel beim Voron-Server bin ich mehrfach gefragt worden, wie es denn jetzt aussieht mit dem KVP-ABS. Es sah düster aus eine Zeit lang, wo dann wirklich 10 Kilo, also 10 Rollen in einem Paket 4.600 US-Dollar gekostet haben per UPS, per DHL. Aber auch per UPS und FedEx hat alles nicht besser ausgesehen aus den USA hier rüber. Mittlerweile sind wir bei, ich glaube, 1.200 US-Dollar angelangt. Das ist immer noch exorbitant hoch. Aber man sieht, die Kurve geht steil runter und ich vermute, da auch da hinten am Flughafen, ich kann von hier aus drauf sehen, es immer mehr Flugzeuge werden, die dort starten, dass demnächst auch wieder Flugzeuge Richtung USA und von USA her rüberfliegen. Und sobald das der Fall ist, denke ich mal, wird diese Cargo-Geschichte, die Preise davon relativ weit runtergehen. Und wenn das der Fall ist, knock on wood, ich sag mal 2 bis 3 Wochen, könnte vielleicht schon ein akzeptabler Preis dastehen. Wenn jetzt mal für, was weiß ich, 100 Kilo 700 Euro nochmal da stehen oder 700 US-Dollar da stehen, kann man das machen, weil ansonsten lohnt es sich auch nicht für euch,
Weil dann geht natürlich der Preis nach oben. Das wollen wir euch auch nicht antun, das Material ist sowieso schon teuer genug, da muss man nicht noch den Preis künstlich nach oben treiben, indem man das halt entsprechend teuer hierher verfrachtet. Wir sind an anderen Möglichkeiten dran. Wie wir das denn hier rüber bekommen, vielleicht per Schiff, aber auch andere Möglichkeiten noch, müssen wir alles gucken, sind wir gerade mit dem Hersteller am Abklären, die sind ganz cool drauf, die Jungs. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir das irgendwie zusammen auf die Beine gestellt bekommen und dann mal dauerhaft hier wirklich KVP ein bisschen schneller und günstiger auf die Linie bekommen halt. Wir versuchen schon so viel wie möglich zu bestellen, dass der Preis halt, diese Tier, die wir da bekommen, diese Staffelpreise halt, die wir da bekommen, dass die schon so weit wie möglich runtergehen. Und ich drücke den auch jedes Mal nochmal ein bisschen runter halt. Aber irgendwann ist da halt auch mal das untere Ende erreicht bei denen. Und das, was momentan wirklich ein dicker Batzen obendrauf kommt, sind halt Einfuhrkosten und Transportkosten. Also wir haben momentan für jede Einfuhr irgendwas so um die 800-900 US-Dollar oder Euro und bis 1000 US-Dollar waren es irgendwas. Und haben aber auch noch Einfuhrzoll. Das sind auch nochmal 8%, die draufkommen. Das heißt also, bei einem Warenwert von 2.000-3.000 Euro könnt ihr euch vorstellen, was denn da entsprechend oder bei einem Preis von 2.000-3.000 Euro, die wir dann da bestellen, könnt ihr euch ausrechnen, was da nochmal an Einfuhrzoll draufkommt und was nochmal entsprechend an Transportkosten oben draufkommt. Das ist nicht wenig, aber wir versuchen es zu stemmen, damit ihr hier in Europa halt auch entsprechend KVP-ABS drucken könnt. Und wir bessern uns von Mal zu Mal und versuchen das halt auch mit euch ein bisschen besser abzustimmen. Genau. Jetzt habe ich genug rumgelabert. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen Buchhaltung machen. Nein, ich mag nicht. Und noch ein bisschen an der Webseite basteln. Morgen sehen wir uns hoffentlich im Livestream. Bis dahin, happy printing!